Jo Leute, bevor das Video beginnt, nehmt jetzt noch unbedingt am heutigen 10.000 V-Bucks Giveaway teil. Ich verlose heute 10.000 V-Bucks an alle meine Unterstützer. Also ja, alles was ihr tun müsst, um die V-Bucks zu gewinnen, ist einfach nur kurz Fortnite zu starten, hier in den Shop zu gehen, unten rechts auf Unterstützer einen Creator zu klicken und dort einfach meinen Ingame-Namen einzutragen, also Snoxy, und mir davon einfach ein Foto machen, wie ihr das dort eingetragen habt, also wie ihr hier oben rechts einfach Unterstützer Creator Snoxy zu stehen habt. Einfach mir davon ein Foto auf Instagram schicken, auf Instagram heiße ich Snox. Also ja, schickt mir einfach das Bild, um die V-Bucks zu gewinnen. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen und würde sagen, los geht's mit dem Video. Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fortnite News. Heute wieder mit einem brandaktuellen Thema. Und zwar hat Fortnite gerade eben die Neuigkeiten hier und geupdatet. Ich drücke direkt mal drauf und ihr seht hier schon Ballons. Blase Ballons auf, um die Schwerkraft zu überlisten. Füge weitere Ballons hinzu, um noch höher zu fliegen. Ja, wahrscheinlich ein neues Item, was jetzt schon in recht kurzer Zeit hinzukommen könnte. Nämlich wahrscheinlich am Patch jetzt am Dienstag. Auf jeden Fall mega cool, Ballons jetzt offiziell angekündigt. Denn das Ganze wurde ja schon so ein bisschen im letzten Patch geleakt. Und zwar hat man da diese Ballons schon gefunden, aber keiner wusste, ja, wofür die da sind, was die genau machen und wie die überhaupt ins Spiel kommen werden. Und ja, das hat uns Epic Games jetzt quasi offiziell mit diesem Post hier mitgeteilt, dass die Ballons ins Spiel kommen werden. Ich denke mal als Item, also dass sie wirklich einen Inventarslot einnehmen und vielleicht so ähnlich funktionieren werden wie das Jetpack, was hier jetzt rausgenommen wurde. Mit dem Unterschied, dass man vielleicht sogar diese Ballons abschießen könnte, dass man dann wieder sinkt oder runterfällt. Was ich ziemlich cool finde, weil das war so ein bisschen nervig im Jetpack, dass man das gar nicht countern konnte. Man konnte das Jetpack ja nicht einfach kaputt schießen oder so. Es hat nur irgendwann, ist es halt leer gegangen, aber es hat auch eine Weile gedauert. Wenn es quasi noch voll war, dann konnte er fast den ganzen Kampf durchfliegen. Ja, deswegen finde ich mega cool und bin ich mal gespannt, wie das Ganze genau umgesetzt werden wird. Also ob das wirklich jetzt so einen Inventarplatz einnehmen wird und wie mobil man damit sein wird. Ich meine, mit dem Grappler, ja, ist man extrem mobil, kann man in alle Richtungen. Das Jetpack war, ja, ich würde sagen, so mittelmobil. Man konnte auch zur Seite fliegen und so versuchen, sich auf einer Höhe zu halten. Ballon stelle ich mir doch eher etwas statischer vor. Also, ja, damit halt nur nach oben zu gleiten. Ob das jetzt eher so wie das Launchpad wird, dass man einfach nur zum Zweck nach oben fliegt oder ob man das auch wirklich im Kampf verwenden kann, bin ich mal auf jeden Fall gespannt. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, also was ihr denkt, wie die Ballons quasi ja eingesetzt werden. Also ob man das eher so im Kampf benutzt wie das Jetpack, als Mobilität, um halt schnell voranzukommen wie den Grappler oder halt eher so als Transportmittel, um ganz weit nach oben zu fliegen, meinetwegen so Gegner zu spotten. Da kann ich mir aber vorstellen, dass man halt leicht runtergeschossen werden kann, mit dem Unterschied ja jetzt, dass durch das neue Update, wo ja der Fallschaden mehr oder weniger ja entfernt wurde, dadurch, dass man ja immer den Gleiter wieder öffnen kann, wäre das auch noch ein bisschen gecountert. Ja, bin ich mal gespannt. Das sollte wahrscheinlich dann mit dem nächsten Patch dazukommen. Es ist auch schon alles quasi in-game drin. Das bedeutet, Epic Games könnte das jederzeit live schalten. Ja, ich vermute mal, dass das mit dem neuen Patch, wie gesagt, jetzt am Dienstag wahrscheinlich kommen wird. Sobald es dazu Neuigkeiten gibt oder wir irgendwie wissen, wann das genau rauskommt, werde ich euch natürlich dazu informieren und euch ein Video zu machen. Also, falls ihr die Videos nicht verpassen wollt, einfach ein Abo da lassen. Und jo, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu den Ballons hier unten in die Kommentare. Und jo, dann, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann hören wir uns morgen wieder zum nächsten Daily Shop. Jetzt, wie gesagt, macht gerne noch hier, nehmt gerne noch am Giveaway teil. Da verlose ich 10.000 V-Bucks. Einfach mich kurz hier als Unterstützer eintragen, einfach Snoxy dort eintragen und mir das auf Instagram schicken. Wird mich mega freuen. Und jo, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.